Hier sind wir wieder bei, mittendrin mit dabei und ganz vorn. Heute im Kondiak. Düstere Gänge, wie die eines Gefängnisses. Bonjour. Oui. D'accord. Oui, c'est belle dans la résidence. Oui. Elle n'est pas belle. Oui, très belle. Non, elle n'est pas belle. Moi, je t'ai dit. Mystérieuse Gestalten. What did you say? Ich begebe mich auf den Weg zu einer, die den Absprung nicht geschafft hat. Lisa. Die Zustände sind wirklich erschreckend. Der Schock steht mir ins Gesicht geschrieben. Bitte schicken Sie jetzt alle Kinder unter 18 ins Bett und stellen Sie den Fernseher auf volle Lautstärke. Denn was Sie jetzt sehen, werden Sie so schnell nicht vergessen. Oh Gott. Bin ich richtig bei Lisa? Ja. Auch sie hat das Schicksal nach Grenoble geschickt, in die Residence Condillac. In der letzten Reihe besuchten wir Annika, sagt Ihnen der Name etwas. Sie nennt sich jetzt wohl Laila. Laila? Ja, ich glaube, die wohnt da irgendwie vorne. Weiter, weiß ich nicht, ist mir eigentlich auch egal. Hinter einer dieser Türen versteckt sich das Schicksal von Laila, von dem wir letzte Woche berichtet haben. Wie fühlt man sich hier im Kondiak? Es geht. Die Gänge, wie die eines Gefängnisses. Der Boden zerschlissen. Ach, was denn? Die Wände dreckig. Hier, gucken Sie mal, ist das fast wie neu. Und es riecht auch etwas komisch. Ja, das kommt von Laila dann. Die war mit ihr, also, das auch nicht. Darf man eintreten? Ja, kommen Sie rein. Und das Licht anmachen? Ich muss jetzt abwaschen, gerne. Das ist es also. Das berühmt-berüchtigte Kognak. Dreckiger Boden. Nicht funktionierende Heizung. Die Trauer ist in den Wänden festgesetzt. Und Lisa? Wie fühlen Sie sich hier? Mit meinem Kumpel hier, da kann ich das ertragen, ne? Aber haben Sie nicht einmal ein Studium begonnen? War das nicht der Grund, hierher zu gehen? Nach Grenoble? Wie sind denn aus 5 oder 6 Monaten 5 Jahre geworden? Ach, das geht schnell. 5 Jahre sind doch nichts. Und Ihr Studium? Führen Sie das noch fort, oder? Studieren? Wenn ich von Hartz IV leben kann? Warum sollte ich? Diese Hoffnungslosigkeit, diese Trauer. Nee, jetzt bin ich noch nicht fertig. Meine Oma hat mir mal gesagt, Kind, du wirst mal was Richtiges. Und Ihre Oma hat Recht behalten? Ich hoffe, du bist stolz. Na, was wollen Sie denn? Ich bin doch in Frankreich. Kann ich ganz Französisch sprechen oder nicht? Je voudrais un bière. Une bière. Ach, egal. Und die Freunde und die Familie. Ach. Alles passé. Composé. Nicht aufgelegt zu scherzen. Wissen Sie, früher dachte ich auch noch, es gäbe Familie. Familie hier, Familie da, Familienausflüge, Weihnachten. Wie, was ist denn das da an Ihrem Waschbecken? Sind das etwa Tiere? Sind das wirklich Tiere? Ach Quatsch, das ist doch meine Asche. Hier, wo wohnt unterm Schrank? Ja, in diesen Mauern, in diesen Wänden steht sie festgeschrieben, die Hoffnungslosigkeit. Für viele ist es nicht erst 5 vor 12,
sondern mittlerweile 5 nach 12.